Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. So, ich lege hier schon wieder Holz um. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wo ich das hier gerade so aus dem Augenwinkel sehe? Wir können so, ich muss mal Energie tanken. Wir kommen doch können unter unser Haus gehen. Das heißt, da können wir auch unsere Baumstammlager und so hinpacken. Hier von der Seite. Das ist doch eigentlich prädestiniert dafür. Müssen wir nicht extra was bauen. Unter dem Fundament, ja. Ja. Da können wir die ganzen Baumstammlager, Stocklager und so hinpacken. So ringsrum oder so, ja. Unten drunter. Müssen wir mal gucken, ob das gleich geht. Das wäre natürlich mega nice. Muss ich warten, bis die ihre Knochen da Eis gibt, dann hole ich. Dann mache ich mir einen neuen Speer. Wieso ist dein Speer kaputt? Nee, ich habe ihn weggeworfen. Findest du ihn nicht wieder? Nein, nicht wirklich. Ich bin hier gestanden. Ich habe dahin. Muss irgendwo hier sein. In die Richtung wird es irgendwo sein. Ja, kann ja mal passieren, wa? Deswegen werfe ich den nicht mehr. Und benutze lieber Pfeil und Bogen. Ist dir auch schon passiert, oder was? Nee, aber ich habe auf jeden Fall auch schon das eine oder andere Mal daneben geworfen und ich dachte mir, wenn ihr den mal irgendwo ganz ungünstig wirft, ist er weg. Ich meine, der kostet nichts, aber wenn das im ungünstigen Zeitpunkt passiert, dann stehst du ohne Speer da. Das stimmt. Also im Kampf bei zwei, drei anderen Gegnern, wenn sie daneben stehen. Hast zwar noch die Axt, aber ich finde, also ich komme mit dem Speer auf jeden Fall sehr gut klar, was das angeht. Ja, kannst du die schön auf Distanz halten, auf jeden Fall. Richtig. Ja, hau dir die Axt selber ins Bein, genau. Ich schau mal schnell, ob die schon fertig ist. Die dürfte schon fertig sein. Muss ab und zu mal Papier reinwerfen oder also das Feuer anheizen, dann geht das alles ein bisschen schneller. Auch das Wasser kochen. So, okay, hier habe ich erstmal ein paar Bäume weggemacht wieder. Sammeln wir mal ein. Das tote Krokodil liegt hier immer noch rum. Aber wir brauchen hier fürs Haus selber auch gar nicht mehr so viel. Das ist gleich fertig. So, rein theoretisch hatte ich jetzt den. Oh, hier ist schon wieder eins. Geh weg, Mistvieh. Keiner will was von dir. Du endest nur als Futter hinterher. Das willst du auch nicht. Wer denn? Das Krokodil. Oh. Jetzt kommt auch noch so ein Freak an hier. Warte. Zwei sogar. Boah, das sind aber viele jetzt. Warte mal, drei, vier. Alter, 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 aufs Haus. Ich glaube, hier können wir die ein bisschen besser kontrollieren. Ich komme hinter dir gelaufen, ich komme gerannt. Ja? Alter, guck mal, wie viele das sind. So, und solange die unten bleiben, kann ich ihnen jetzt auch allen den Kopfschuss verpassen. Weicht der auch noch aus? Was hat denn der für Zuckung da hinten? Alter, einer ist hier oben. Nein, nicht mehr. Ich verschieße hier andauernd Pfeile.
ich nicht wieder kriege. Der nächste ist hier hochgesprungen. Ja, wieder runter. Das sind schon einige, meine. Alter, ich muss auf jeden Fall mal eben mich hier hinsetzen, um Energie zu tanken. Solange die nicht hochkommen, dann muss ich noch was essen. Mit Essen. Hier ist einer oben. So, mal schnell ein Stück Fleisch in den Kopf hauen. Fleisch. Fleisch. Der muss, hier ist schon wieder einer oben. Bisschen groß, oder? Der war ganz schön groß, ne? Der falsche Skalierung. Die sind in der Hütte. Tatsache, wie sind die denn da reingekommen? Die sind durch die Tür gegangen, weil die nicht verschlossen war. Zwei. Jetzt hänge ich hier an der Tür fest, weil der Spacken davor steht. So, jetzt noch einer hier drin. Oh, jetzt habe ich dich getroffen. Ja, aber das macht ja nichts. Wir können uns zum Glück nicht selbst verletzen. Aber es gibt auf jeden Fall neue Rüstungen, die sie uns weggekloppt haben. Die haben mir fast alles weggehauen. Lag unten noch einer? Nee, ne? Die sind, glaube ich, mittlerweile alle hier oben gestorben. Achso, hast du schon mal? Jo, habe ich. Sind alle weg? Für den Protest ist cool. Ich glaube, die hätten uns so voll überrannt. Ja, ich glaube nämlich auch. Dafür bin ich einfach. Gut, ich sag mal, mit Maus und Tastatur ging es auch definitiv besser. Vom. Ja, Ballern her und so. Ja, Vogel, dann flieg da mal ruhig rein. Ach, ich bin bescheuert, jetzt habe ich unser Feuer kaputt gemacht. Weil ich auf den Vogel geballert habe. Oh, mein Stoff geht langsam zu Neige. Wie viel Rüstung hast du denn noch? Eine. Oh. Und zwei Tarnung. Dann komm mal eben hoch. Bin oben. Ja. Was hast du da? Rüstung. Ich hab noch mehr. Hast du jetzt gerade die Knochenrüstung gebaut oder was? Ja. Ja. Oh, danke. Und ich hab, glaube ich, sogar noch eine. Sogar noch mehr. Ja. Halt. Ja, jetzt war ich zu schnell. Und eine habe ich noch. Ich habe nämlich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 6 Knochenrüstungsteile im Moment. 1, 2, 3, 4. Ja. Aber. Ich habe 6. Ich kann mir auch noch ein paar Echsen heute anziehen. 2 Stück. So, bring ein bisschen was. Es ist schon wieder Nacht. Ach Mann. Geh mal pennen. Ich wollte doch nur schnell das Haus fertig bauen. Ach ja, hier, ich kann dein Bett fertig machen. So, jetzt hast du dein eigenes Bett. Es wird nicht mehr da zueinander gekuschelt hier. Genau. Du brauchst ein neues Feuer erstmal.
Ja, ich hab noch Stein. Komm, lass erstmal schnell schlafen. Dann Jawohl, machen bin wir es auch weg. am frühen Morgen fertig, das. Die Tage vergehen aber irgendwie arschschnell, habe ich das Gefühl. Wahnsinn. Oh. Siebter So. Schlag. Mit Bubu gemacht. Jetzt haben wir natürlich wieder Hunger und Durst. Ja, war klar. Ist aber gar kein Problem. Wir haben ja genug. So. Diese Schildkröten-Dinger bauen wir jetzt auf, oder? Ich weiß, ja, dazu würde ich gerne das Dach mal hinstellen. Weiß halt nämlich noch Willst nicht wo, weil, und einen Zaun soll ich auch noch drumrum. Ich will mal eben du? nur schnell, lass uns mal eben hinten das Haus zu Ende bauen, dass das fertig ist. Ja, kann machen. Dann haben wir zumindest die Baustelle schon mal abgeschlossen. Kommt man da von unten hin mit dem Baumstamm? Ja. Perfekt, und ich laufe Genau. immer die Treppe hoch. So, ich glaube, jetzt brauchen wir auch nur noch einen Baumstamm. Oder? Ach nee, es sind noch zwei Teile. Na gut. Oh, nee, nicht schon wieder, Alter. Geh weg, du Mistkrokodil. Die Handtasche mag dich. Glaube, wir sollten hier noch ein Label gründen. Lacoste oder so. Roku, hau ab. Keiner mag dich. So, was hast du davon? Wir haben dich alle zum Fressen gern. Ah, genau, du nimmst es aus, alles klar. Perfekt. Ja, Noch haben so, wir ja Platz auf unserem Dings. Oder hast du die Taschen voll? ich habe hier das Fleisch, habe ich aber diese, Die na, Echsen, ja, Lederdinger die kann nehme ich ich nicht mehr mit. tragen. Das, was da liegen bleibt, schnapp ich mir. So, Haus fertig. Den Kopf will ich nicht haben, den kann er behalten. So. Hinter dir kommen schon wieder welche. Drei. Ja, sie kommen zu mir gerannt. Alter, was treffen die mich denn im Moment andauernd? Oh, hier der eine spielt mit Feuer. Den dürfen wir nicht unterschätzen. Aua. Aua. Die haben sich selber angekurbelt. Ja, Das das finde ist. ich gut. Ich habe gar keine Ausdauer mehr. Shit. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Kriegst trotzdem Schläge. Keule will ich nicht. Wird langsam richtig stressig. Das sage ich dir. Vor allem, ich hab schon wieder fast alles weggekloppt. Ja, okay, dass sie jetzt aber schon mit Feuer schmeißen, ist schon. Läuft bei denen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem kommen auch schon diese Hellen, die sind hierher, die sind immer noch ein bisschen schlimmer wie die anderen. Was aber Ich lustig glaube. ist, dass die dunkleren von denen, wenn du so einen Hellen getötet hast, die fangen an den anderen rumzunagen. Die haben halt Hunger. Ja, weil die Standard sind ja eigentlich, also ne, die am meisten kommen, das sind ja eigentlich Kannibalen. Es regnet. Okay, pass mal auf. Ich gehe mal in das Baummenü und mach mal. Guck mal, wo hier Zaun ist. Zaun. Stockzaun oder Knochenzaun? Ich nehme den Knochenzaun. Ich kann ja rein theoretisch, genau hier, wo ich bin, wo ich jetzt stehe, Ja. kann ich doch so ein, nee, warte mal, ich mache das auf die andere Seite. Gucke mal. Ungefähr hinter dir. Oh, was habe ich denn Dann jetzt irgendwo gemacht? hier hin, kann ich doch, also da, wo ich jetzt stehe, Ja. da kann ich doch so ein, na, ah, das Wasserdingsbums da,
Von der Schildkröte. Das